Ja, grundlegend hat es für die Firma sehr viele Erneuerungen gegeben. Also wir haben Stücklisten, die wir auf der CNC direkt abschiessen können. Die Fehlerquellen sind extrem gesunken. Und wirklich die ganze Durchgängigkeit, die Möbel sind durchgedacht. Es ist eine Normierung auch eingeflossen, die man ein Stück weit schon hatte, aber jetzt hat viel weiter erweitern. Mein Name ist Fabian Rüegg. Ich arbeite in der Holzin AG seit 14 Jahren und habe die Leitung der Schreinerei. Wir sind rund 75 Leute, ca. 20 bis 25 sind in der Zimmerei tätig und der Rest ist im Hauptbereich Schreinerei eigentlich angegliedert. Das grösste Ziel von uns ist sicherlich, dass der Kunde schlussendlich zufrieden ist mit dem Produkt und mit unserer Arbeit. Dass er Freude an dem Produkt hat und an dem, was er rüberkommt. Gleichzeitig soll aber auch das Design und Gestaltung einen gewissen Zusammenhang haben und ein bisschen eine Handschrift von uns auch zeichnen. Ja, grundlegende Normierung ist sehr wichtig, weil wir vor allem auch verschiedene Leute haben, die zusammenarbeiten, wo jeder alles machen kann. Und dadurch ist eine Normierung sehr wichtig, dass alle immer vom Gleichen ausgehen können. Gleichzeitig wollen wir aber dem Kunden auch die Möglichkeit geben, seine Sachen anzupassen. Also wir haben einfach einen Standard, den wir normiert haben. Aber wollen dem Kunden gleichzeitig die Möglichkeit geben, sein Möbel oder seine Küche auf ihn anzupassen. Die Bibliothek von RWDM ist auf unseren Standard ausgebaut und den Kunden auf die Norm hinterlegt. Wir können es dann so wirklich einfügen mit dem Kunden und können dann gleichzeitig aber wirklich auch auf den Kunden alles super verschieben, so wie es für ihn passt. Der riesengroße Vorteil von CAT&T und RWDM ist, dass die Datendurchgängigkeit gewährleistet ist, dass ich weniger Fälle habe auf den Plänen, auf den Stücklisten. Dass es weniger Fragen gibt, weniger Unklarheiten gibt im Betrieb und dadurch auch produktiver geschaffen wird. Dank der Bibliothek von RWDM können wir zuerst das Grundgerüst auf den Plan bauen, also mit dem Möbel in den Plan. Und dann erst im zweiten Schritt mit dem Kon Beschläge darauf generieren. Das gibt uns Flexibilität und ist einfacher zum Zeichnen. Wir müssen uns am Anfang nicht schon mit Schubladen umschlagen, sondern können uns auf das Wesentliche konzentrieren. Früher musste man schauen, dass die Schubladen und Pendeln und so Sachen von Beschlägen genau aufeinander gestimmt haben. Das mussten sie unten in der Werkstatt schauen. Jetzt machen wir das im Büro oben, sehen es visuell auf dem 3D-Plan und sind somit sicher, dass das auch funktioniert und klappt. Die Einführung vom CAT&T mit dem Aufsatz vom RWDM hat sehr gut funktioniert. Wir haben in einer Schulung diese Sachen gelernt. Die Anbindung auf Maschinen ist sehr schnell gegangen. Das ist wirklich innerhalb von 2-3 Tagen haben wir die ersten Teile auf der Maschine gehabt. Und wir hatten auch wirklich noch gut 1,5-2 Wochen haben wir die erste Küche auf der Maschine gebaut. CAT&T bringt eine sehr gute Grundlage aus dem Autodesk heraus als Zeichnungsprogramm in sich, wo die Maschinen auf alle Arten angebunden sind, also auch verschiedene Generationen von Maschinen. Und der Aufsatz von RWDM ist sicher extrem wichtig. Es macht das ganze Zeichnungsprogramm komplett. Man muss sich selber nicht um Blöcke kümmern, um neue Beschläge kümmern, sondern man kann wünschen, ein Teil hat RWDM bereits schon vorbereitet jeweils und kann da sofort einfließen lassen und muss selber so keine Zeit generieren oder Leute auf da ansetzen, die da wirklich unterhalten und fortpflanzen. Ich erlebe CAT&T und RWDM relativ nahe. Also es kommen viele Rückfragen, retour, wie es läuft, was wir noch mal machen. Und auch die Wünsche, die wir haben gegenüber CAT&T und RWDM, die werden relativ zeitnah umgesetzt. Also es sind teils langfristige Wünsche, die man hat, die wirklich auch berücksichtigt werden, die versucht werden, zum umsetzen. Ja, das Ziel für uns ist auch in Zukunft sicherlich, dass der Kunde zufrieden ist am Schluss, dass er sein neues Produkt schätzt und Freude hat an dem und das kann geniessen. Und dazu wollen wir wirklich die neuen Möglichkeiten, sei es von den Materialien, aber auch von den CNC-Technologien oder sonst Sachen, Visualisierungen etc., die man vorgängig machen kann, das wollen wir dem Kunden weitergeben, wollen ihm das zeigen können. Und dabei hilft CAT&T sicherlich in der Planung, auch in der Anbindung der Technologien extrem weiter. Und CAT&T und RWDM ist auch extrem bemüht, auch in Sachen zum Beispiel Visualisierungen weiterzuarbeiten, in Planungsprogramme allenfalls dort weiter investieren.